So Leute, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Lego Harry Potter, die Jahre 5 bis 7. Im letzten Part haben wir Umbridge eine kleine Überraschung mit Grump beschert. Ja, im Wald, ne, da wurde sie ein bisschen von den Zentauren verschleppt und wir sollten uns schnurstracks ins Zaubereiministerium aufmachen, denn dort wartet die ein oder andere Kleinigkeit auf uns. Huhn hat vorgeschlagen, einmal mit den Testralen zu fahren, daher wenn wir das auch einfach mal tun, oder? Weil mit den Testralen zu fliegen, besser gesagt. Daher machen wir das einfach auch mal und fliegen damit schnurstracks ins Zaubereiministerium, hoffe ich. Wir nehmen natürlich die gesamte Dumbledore-Armee mit, oder zumindest die Teile, die noch irgendwie Bestand davon haben. Fallen auch gar nicht auf die Testrale so. Gut, manche Menschen können die ja nicht sehen, nur Harry und Luna aus irgendwelchen Gründen. Ich glaube, bei meinen toten Menschen sterben sehen hat, irgendwie sowas in die Richtung war es doch, ne? Irgendwie sowas in die Richtung war es. Aber auf jeden Fall sind wir nun im Zaubereiministerium angekommen und sollten dort nach Voldemort und Sirius Ausschau halten. Man hört sie flüstern, man munkelt. Man munkelt, hier munkeln Leute. Lumos. Alle mal Lumos einsetzen. Ja, das Zaubereiministerium hat sehr viel zerbrechliches und eingewebtes Zeug, aber naja, ne. Naja, können wir mit leben, hoffe ich. Können wir hoffentlich mit leben. Wir machen einfach mal. Natürlich ist die Gang vereint. Zu dritt bleiben wir hier an der Stelle einfach mal. Der Rest verteilt sich und schaut anderweitig, wie er helfen kann. Ich würde einfach sagen, wir rennen einfach mal so weit nach vorne, wie wir können. Scheinbar brauchen wir hier bestimmte Dinge. Glaube ich zumindest. Ich würde jetzt einfach mal so in den Raum stellen, dass wir hier bestimmte Dinge erstmal benötigen, um diesen Zaubertrank zu brauen eventuell. Zum Beispiel eine Blume, eine Spinne und ein Eis. Das sind natürlich so die normalsten Sachen, die ich mir für einen Zaubertrank vorstellen kann. Ist ein guter Drink auf jeden Fall. Kann man nur so sagen. Könnte mir jemand helfen? Dankeschön. Ich wollte gerade sagen, irgendwer wird mir doch hier helfen können, an diese Spinne zu kommen. Wo kriegen wir jetzt hier in so einem Zaubereiministerium nur ein Eis her? Das ist, glaube ich, die größte Hürde, hier irgendwo ein Eis herzubekommen. Aber, ist jetzt nur mal so meine Vermutung, dass das dann doch eher ein bisschen schwieriger wird. Tatsächlich, aber naja. Naja, vielleicht ja hier drin irgendwie in einer Zauberkugel. Wer weiß. Wer weiß das schon. Ich auf jeden Fall nicht, aber hier gucke mal. Hier ist einfach das Eis in der Zauberkugel, wie ich es erwartet habe. Vielleicht sind es auch Schneekugeln. Dann macht das Ganze schon wieder mehr Sinn, wenn das Ganze Schneekugeln sein könnten. So, was passiert hier? Explosionen erwarte ich. Dankeschön. Ich wurde nicht enttäuscht. Ich wurde nicht enttäuscht von meinen Erwartungen, denn Explosionen kamen tatsächlich zustande. Eine Wahrsagerkugel mit Harry dazu. Man munkelt, da könnte etwas über Harry stehen. Eine Prophezeiung eventuell. Naja. Hier ist die Andeutung ein Horcrux. Irgendwie sind die Herzen verbunden. Vielleicht durch einen Horcrux. Was Harry aber erst. Erfährt er das in diesem Teil oder fährt das im 6. erst tatsächlich? Wie auch immer. Malfoy und komische Konsorten kommen an. Ah, da, oh. Ist Sirius an der Stelle schon. Ist Sirius schon tot? Also, ich spoilere jetzt mal, Sirius wird sterben in diesem Film, aber ist er schon tot? Nee, oder? Noch nicht. Oh Gott, was kommt denn jetzt? Was kommt denn jetzt auf uns zu? Hoffentlich Dinge, bei denen ich nicht aus Versehen irgendwas Wichtiges einsammle. Eine Sequenz, bei der ich nichts Wichtiges einsammeln möchte. Daher halten wir uns einfach mal ein bisschen zurück. So, was so gewisse Dinge angeht. Halten wir uns einfach mal ein bisschen zurück. Und folgen einfach schnurstracks dem Weg, nicht wahr? Wir folgen einfach dem Weg hier ohne großartige Hudelei oder irgendwas. Ich denke, das ist das Beste. Falls wir jetzt doch was eingesammelt hätten, dann wäre es so gewesen. Aber nein, alles gut gegangen. Alles gut gegangen, meine Freunde. Kein Thema. Kein Thema für mich. Ja, unsere Freunde wurden alle von Todessern in den Bann gezogen oder in den Bann genommen. Oh nein, Sirius. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall kommt der Orden des Phönix heran. Und Sirius ist auch noch am Leben. Okay, ich wusste es nicht mehr, ob Sirius jetzt schon tot ist oder noch am Leben. Aber er ist noch am Leben.
zum jetzigen Zeitpunkt. Immerhin. Immerhin. Naja, gut. Na gut. Sirius macht das schon. Und wir müssen Leute befreien, wie auch immer. Wie auch immer wir das machen können. Schwarze Magie beherrschen. Ich kann keine schwarze Magie. Ich glaube, auch Sirius wird keine schwarze Magie beherrschen, tatsächlich. Ich bezweifle das einfach mal ganz stark. Skeletten. Ein Stühlchen. Mhm. Können wir damit was Tolles tun? Warte mal. Nee, das war jetzt irgendwie verkehrt. Können wir den irgendwo draufwerfen? Ja, guck mal. Auf den Todesser einfach mal draufwerfen. Das ist die Devise. Das ist die Devise erstmal. So, Tatze. Mach dich mal zur Tatze. Warte mal. Das ist keiner der... Das ist ein Schüler in Gefahr. Den retten wir nicht. Was fällt uns ein? Wir retten doch keine Schüler in Gefahr heute. Hier und heute nicht. Nicht hier und heute, meine Freunde. Sollten übrigens mal ein bisschen mit Sirius spielen, weil ich möchte jetzt nicht spoilern, ne? Aber so lange haben wir nicht mehr was von Sirius, muss ich ganz ehrlich gestehen. So lange wird Sirius nicht mehr unter uns weichen. Um jetzt mal komplett wegzuspoilern. Einfach komplettes Wegspoilern. Vollkommen normal. So, Miss Bellatrix Lestrange, bitte gehen Sie von dannen. Dankeschön. Deswegen spielen wir einfach mal ein bisschen mit Sirius, ne? So, auch du hier. Und die letzte im Bunde ist die Genie, die gerettet wird. Von daher, ganz entspannt hier. Ganz entspannte Sache. So, wird hier jetzt gleich ein Magiekreis aufgestellt, in der Tat. Einmal gegen Miss Lestrange und einmal gegen Lucius Malfoy. Wir kämpfen erstmal gegen Miss Lestrange. Und das ist so Sirius Schicksal ja eigentlich, ne? Macht einfach einen Crucius-Flug, was fällt dir ein? Ich bin gerade nicht besonders gut in diesem Kampf. Muss ich ganz ehrlich gestehen, ich bin gerade nicht sonderlich prächtig und berauschend in diesem Kampf. Kommt, versteckt. Geh weg von deinem Schutzschild, wir wollen kämpfen, meine liebe Bellatrix. Liebe Cousine, oder was auch immer, irgendwas Stammbaummäßiges unterwegs, ne? Der Crucius-Flug sieht übrigens sehr witzig aus, wenn er eingesetzt wird, und einfach mal sterben. Das wollte ich eigentlich auch schon mal die ganze Zeit, ne? Naja gut, der erste Hit sollte diesmal nicht allzu lange auf sie warten lassen. Wie gesagt, es ist ein bisschen... Boah. Ist tatsächlich ein bisschen nervig, dieses Kampfsystem. Was heißt nervig? Es ist eigentlich interessant gemacht, interessant ausgedacht so. Aber ich weiß nicht, mir gefällt es nicht so ganz gut. Tatsächlich muss ich ganz ehrlich gestehen, aber naja, ne, was mir gefällt und so, ne, das ist ja auch in meinem Ermessen. Ja, das war falsch. Das war definitiv der falsche Spruch. Das war auch falsch. Hm? Wir wollen hier kämpfen, meine liebe Bellatrix. Ob du es glaubst oder nicht, aber auch ich möchte kämpfen heute. Und ein letzter Hit für die Bellatrix. Ich mir jetzt echt aussuchen können, gegen wen ich kämpfe. Tatsächlich. Naja gut. Und somit hat sie Sirius letzte Stündlein geschlagen. Verzeihung. Nein, geh nicht. Doch, er geht. Es ist verloren. Dank Miss Lestrange. Die olle Hexe. Ich hätte gerne meine Beine. Mr. Lupin. Herr Remus. Remus, ich hätte gerne meine Beine. Einfach nur die Beine. Schön. Ich finde aber hier haben sie die Figuren auch ein bisschen detaillierter tatsächlich schon gezeichnet als in, oder gemacht als in Lego Harry Potter die Jahre 1 bis 4 noch. Das haben sie ab Fluch der Karibik, würde ich sagen, ganz gut hinbekommen. Wobei schon ab Lego Star Wars 3 eigentlich. Dann sind die Figuren ein bisschen detaillierter gemacht tatsächlich, als sie noch in den ursprünglichen Lego-Spielen waren. Oh, es geht noch weiter. Gut, dann besiegen wir halt mal Voldy. Wenn es so sein soll, wenn das Spiel das so will. Meine Stimme kackt gerade rein. Ey. Naja gut. Ein Drache kommt auch aus irgendwelchen Gründen. War das so im Film? Keine Ahnung mehr. Ich habe keine Ahnung mehr, ob das so im Film tatsächlich geschehen ist. Oder ob das eine dreiste Lüge des Spiels ist. Aber wird schon richtig sein. Wenn wir diesem Drachen irgendwas anhaben, irgendwas
tun können wir dagegen nicht. Oder einfach ausweichen. Einfach ausweichen, ne? Das wird es wohl sein. Ah, und dann einfach das hier zerstören, wie auch immer. Diese kleinen Flämmchen. Die kleinen Flämmchen zerstören und am Ende des Tages die Sprengeanlage in Wallung bringen. Die Sprengeanlage möchte in Wallung gebracht werden, auch von Harry. Und damit ist dieser Drache nichtig, hoffentlich gleich. Irgendwann mal. Dachte ich. Wie fährt denn dieser Drache aus? Geht doch, ich wollte gerade sagen. Langsam müsste aber mal hier. Langsam reicht es dann auch mal. So. So, einmal, keine Ahnung, was wir hier machen. Voldemort ertrinken. Aber das ist ein cooler Bosskampf. Muss ich sagen, der ist sehr kreativ. Viele Angriffsmuster tatsächlich. Nicht nur immer das gleiche Schema hier mit diesem Expelliarmus Avatar Kedavra gegensätzlichen Flüchen hier. Ne, das ist ein bisschen kreativer gemacht tatsächlich, dieser Bosskampf. Gefällt mir ganz gut. Mhm. Wir machen Dinge. Wir bauen ein großes Schild oder so ähnlich. Und was haben wir davon? Nicht. Ne, irgendwas werden wir schon davon haben, aber ja, erschließt sich mir der Sinn noch nicht, aber guck mal, da ist was zum Basteln. Gleich was zum Basteln. Ich wollte gerade sagen, Dumbledore, geh mal bitte vor. Geh mal bitte vor, dass wir ein bisschen Freiraum haben. So ein bisschen Freiraum wäre eine ganz coole Sache. So eine ganz coole Sache eigentlich an der Stelle. So, die mächtigsten Zauber sollen sich duellieren. Und deswegen auch bitte hier natürlich Voldy und Dumbledore. Und nicht Harry. Harry ist noch zu schwach an der Stelle mal gesagt. Ne? Kann ich das bitte hier? Kann ich bitte zusammen was denn? Dankeschön. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. So, und noch einmal bitte die Sandburg auf den Lord Voldy schleudern. Auf der dessen Name nicht genannt werden darf. Warum auch immer. Ich meine, so schlimm ist das jetzt. So schlimm ist der Name jetzt auch nicht, ne? Aber okay. Gut. Ich dachte, das wird ein bisschen epischer enden mit so einem, nochmal so einem Kampf, wie wir es eben hatten. Aber scheinbar werden wir hier jetzt mit einer Sandburg ihn zuletzt überraschen. Ja, weiß ich nicht, ob das jetzt so nötig war, dreimal hintereinander so eine Sandburg zu bauen. Aber okay, damit ist Voldy erstmal Geschichte. Also nicht Geschichte, aber damit haut er erstmal ab. Erstmal geschwächt. Erstmal leicht geschwächt. Aber gut. Und er dringt wieder mal in Harrys Geist ein. Ich mag diese gezeichneten Sachen tatsächlich sehr gerne. Diese gezeichneten Sachen, die Harry ein bisschen Angst machen sollen. Geh auf meinem Kopf, ich will das nicht. Ich möchte das nicht. Na gut. Stimmt, jetzt kommt er mit den guten Erinnerungen und damit haut er Voldemort aus seinem Verstand. Ne? Irgendwie so in die Richtung war das doch gedacht. So irgendwie in die Richtung war das gedacht. Und tatsächlich sollte das auch so klappen. Und jetzt sieht auch der Minister, der Zaubereiminister, Voldemort ist tatsächlich wieder da. Wer hätte es gedacht, ne? Es war keine Lüge tatsächlich, meine Freunde. Meine liebsten Freunde, es war keine Lüge. Na gut. Gut. Wahre Zauberer sind wir nicht geworden, wollten wir auch gar nicht. Steinchen haben wir so ein paar gesammelt, ja, so ein paar. Und goldene Steine haben wir zumindest mal einen. Und damit schon 15. Geschichte können wir noch beenden und danach beende ich den Part. Tatsächlich. Nach dem Ende des fünften Films sozusagen. Wundervoll. Sehr, sehr schön. Naja, wir haben es geschafft. Dolores Umbridge ist verjagt. Lord Voldemort ist erstmal in die Flucht geschlagen fürs Erste. Aber naja, ne? Ist ganz oben Umbridge. Ist ganz oben auf der Spitze Umbridge. Ne, schade, ich dachte Umbridge steht ganz oben auf der Spitze. Aber leider nicht. Leider nicht. Wäre ja auch zu witzig gewesen, ne? Gut, Abspann schauen wir uns an, wenn wir den siebten Film geschafft haben, denke ich. Also, sofern ich das hier wegdrücken kann. Ich kann es nicht wegdrücken. Okay, doch, kann ich.
7,6%. Mensch, da haben wir ja schon richtig viel. Da haben wir ja schon richtig viel von den 100%. 7,6%, um genau zu sein. Aber gut. Dann soll es das erstmal gewesen sein. Ich hoffe, dass euch dieser Part gefallen hat. Somit haben wir auch der Ohren des Phönix komplett erstmal abgeschlossen. Ich freue mich natürlich, wenn ihr auch beim nächsten Part wieder dabei seid. Wenn euch dieser Part gefallen hat, heißt es Däumchen nach oben. Schreibt gerne einen Kommentar. Und um nichts mehr zu verpassen, abonniert gerne den Kanal und aktiviert die Glocke. Bis dann, sage ich Sikorski, euer FlassTV. Bye bye.